einem neuen Video. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, ihr habt schon richtig gehört, ich werde heute für euch vloggen, beziehungsweise die nächsten zwei Tage, da ich, wie ihr es schon im Titel lesen konntet, auf die Glow fahre. Ich bin schon mega aufgeregt und freue mich, jeden von euch zu treffen und auch andere Stars zu treffen, wie Dagi B, Jonah, Leo Balis, Lisa Marie Schiffer. Also da könnte ich jetzt 1000 Namen aufzählen, die ich unbedingt mal treffen will. Und ich werde da mit meiner Schwester hinfahren. Und ich war jetzt noch bei der Trainingslagervorbereitung, da ich nach der Glow dann gleich anschließend zum Trainingslager fahre. Aber die habe ich jetzt hinter mich gebracht und ich werde jetzt gleich mit dem Flixbus und mit meiner Schwester von Leipzig aus nach Berlin fahren. Und ich nehme euch natürlich dabei mit. Let's go! Also ich trage heute diesen coolen Pulli von Primark. Ich trage zwar nicht gerne Sachen von Primark, aber der Pulli ist echt cool. Und darunter ein Elise T-Shirt, weil es nicht immer so warm ist. Also wir sind jetzt in Berlin angekommen und das ist unser schönes Zimmer. Hier einmal eine Küchenzeile, die ist mega schön. Hier ist einfach so ein Schreibtisch mit Stuhl zum Chillen einfach. Hier ist unsere Toilette mit Waschbecken etc. Und dann kann man hier einmal nach rechts gehen und dann ist hier unser schönes Waschbecken. Ich finde das richtig schön abgetrennt. Hier ist noch Föhn, halt alles was man so braucht. Dann kommt man hier zu unserem Bett mit Fernseher und die Sicht ist eigentlich auch voll schön. Man guckt hier so auf den Innenhof. Und wenn man jetzt hier weitergeht, also das ist hier ein Schrank, aber ich glaube nicht, so geht er auf, also richtig lustig. Und wenn man jetzt hier weitergeht, kommt man zur Dusche. Das habe ich auch noch nie gesehen, so eine Aufteilung, aber ich finde das richtig cool. Und ja, ich bin mit allem zufrieden, mit unserem Zimmer und wir gehen jetzt gleich noch in die Stadt alles erkunden, weil ich war wirklich noch nie in Berlin. Und wir machen uns noch einen schönen Abend und ich melde mich einfach morgen wieder bei euch, wenn die Glow startet. Tschüss! Guten Morgen Leute, also wir machen uns jetzt noch fertig. Ich ziehe mich an, mache noch meine Haare und dann frühstücken wir noch was und dann fahren wir los mit der Bahn und dann geht's auch schon los. Ich bin mega aufgeregt, alle zu treffen. Es wird auf jeden Fall cool. Ich nehme euch heute den ganzen Tag mit. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das ist mein Outfit für die Glow. Ich trage hier so ein Langarm-Shirt von Adidas. Das habe ich mir gestern gekauft. Das ist voll schön. Und eine Hose von Bershka. Die hat, glaube ich, um die 40 Euro gekostet. Das Oberteil um die 47 Euro. Dann trage ich noch eine schicke Michael Kors-Tasche. Auch in der etwas grünlichen Farbe und dann noch meine Reeboks, damit das Outfit etwas lässiger aussieht. Und das ist mein Make-up. Und ich habe mir dann noch Locken gemacht und die Kette. Ja, die ist von Brandy Melville. Genau. Und das ist mein ganzes Outfit, was ich heute zu der Glow tragen werde. Und wir fahren jetzt auch gleich los und ich nehme euch dabei mit, denn ich habe um 10.30 Uhr dann das Meet and Greet, um alle dann zu treffen.
wird ernst, Leute. Es wird so ernst. Ich habe aber richtig Bock. Ich hab so Bock. Was es noch so alles gibt. Also es gibt so viele Hallen.
Tag noch für alles bringt. Eingeladen, sodass ich überall hinkommen kann. Berlin hat sich jetzt halt angeboten für mich. Tschüss! Danke ebenso. Und ja, ich brauche eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Ich zeige euch zu Hause noch alle Produkte, die man bekommen hat, kostenlos. Ich habe hier 0 Cent ausgegeben, außer vielleicht was zum Essen oder halt für die Garderobe. Aber man hat so viele geile, kostenlose Produkte bekommen. Und ich habe auch meine Lieblingsstars getroffen. Und ja, also wir sehen uns dann und ich habe einen schönen Blumenkranz. Also wir sehen uns dann im Hotel wieder. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute, das ist meine ganze Ausbeute von der Glow. Und die werde ich jetzt gemeinsam mit euch angucken, was da alles so drin ist und was ich alles for free bekommen habe. Es ist so krank. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist so heftig. Beutel ist voll. So Leute, ich habe das jetzt alles mal schön hingerichtet. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Es ist so heftig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es sind einfach so, so, so viele Produkte. Viele kennt man schon, aber vieles ist auch neu. Wie zum Beispiel dieser Lip Balm hier von Hey. Das habe ich auch mal Lust auszuprobieren. Außerdem gab es noch eine super soft Zahnpasta von der Marke Happy Brush. Und was ich auch mal ausprobieren will, ist eine Haarmaske. Sowas habe ich auch noch nie getestet, geschweige denn irgendwie benutzt. Und dann, was richtig cool war, was es auf der Glow gab, man konnte sein eigenes Duschbad designen. Also man hat quasi ein Foto aufgenommen. Und das kam dann als Aufkleber raus und man hat es dann danach auf das Duschbad geklebt. Ja, so sieht das ungefähr aus. Und dann gab es noch weitere Produkte, wie zum Beispiel von Xlater. In dem Goodie Bag war ein New Produkt. Des Weiteren waren hier so richtig geile Wimpern. Ich habe mir erst überlegt, Wimpern zu kaufen, aber ich bin froh, dass ich es doch nicht getan habe, weil ich jetzt mehrere Wimpern geschenkt bekommen habe. Und dann gab es noch was richtig cooles, man konnte seinen eigenen Pinsel gravieren lassen bei Evelyn. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Aber ist egal, da steht Marie-Louise drauf, quasi mein Name. Ich stelle das jetzt mal hier so hin. Ne, funktioniert irgendwie nicht. Und dann haben die noch bei der Stage, also bei der Bühne, bei der GlowCon, haben die noch Produkte rumgeworfen und ich habe einfach diesen Liquid Highlighter von NYX gefangen. I'm pro. Spaß. Und dann gab es noch so ein cooles Colorista Haarmittel, Färbemittel, wie auch immer. Und ja, das werde ich auch mal ausprobieren für ein Video. Bin ich auch gespannt, ob mir dieser Ton steht. Wenn ihr auch noch so ein Video sehen wollt, wie ich diese Farbe hier ausprobiere, quasi wie mein T-Shirt, dann stimmt mal hier oben bei dem i ab. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, es sind so Hammer-Produkte, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an die GlowCon, die das überhaupt möglich gemacht haben und die generell die Veranstaltung gemeistert haben. Ich werde euch jetzt hier gleich noch ein Trailer von den ganzen Produkten zeigen und davor verabschiede ich mich jetzt ja von meiner Seite. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ein Däumchen zum Träumchen.
Und wenn ihr keiner meiner Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert mich auch gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Ich habe euch ganz so lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Just made me trip.